Rumpel in Gefahr. Herr Dix hatte so viele Sachen in seinem Trödelladen, dass man die einzelnen Gegenstände kaum noch auseinanderhalten konnte. Da gab es Tische, zu denen die Beine nicht passten, Stühle mit wackeligen Lehnen und Betten mit kaputten Sprungfedern und jede Menge anderen unnützen Trödel. Was für ein Durcheinander, schimpfte Frau Dix jeden Tag aufs Neue. Kannst du nicht wenigstens etwas von dem alten Kram wegschmeißen? Ja, ja, doch, meine Liebe, gewiss, antwortete Herr Dix jedes Mal. Aber alles blieb beim Alten. In einer dunklen, staubigen Ecke hinter der Ladentür stand ein Klavier. Es hatte einmal einen berühmten Pianisten gehört und war von der ebenso berühmten Klavierbaufirma Trumpelmetzel gebaut worden. Von dem in Goldschrift aufgedruckten Namen konnte man allerdings nur noch die Hälfte lesen. Trumpel stand da. Niemand spielte mehr auf Trumpel, bis auf Graubart, die Maus, die des Nachts über die Tasten huschte. Ihr einziger Zuhörer war Jumbo, der weiße Holzelefant. Er hatte nur noch einen Stoßzahn und war eigentlich schon ein bisschen taub. Aber wenn Graubarts Tonleiter erklang, horchte er auf. »Was für wundervolle Musik du machst, Trumpel«, sagte er träumerisch. »Noch einmal bitte.« Eines Tages kam Frau Dix wieder in den Laden und schimpfte wie üblich mit ihrem Mann. »Nun wirf doch wenigstens den schlimmsten Mist weg. Aus dem alten Klavier kann man doch nur noch Feuerholz machen. Und guck dir bloß mal diesen fürchterlichen Elefanten an. Er hat ja nur noch einen Zahn.« »Du hast ja recht, meine Liebe«, seufzte Herr Dix. »So etwas findet heutzutage keine Liebhaber mehr. Morgen fliegt das Gerümpel raus. Ich versprech's dir.« In derselben Nacht, als der Mond seine bleichen Strahlen in den Laden warf, kam Graubart hervor, um seine nächtlichen Melodien auf Trumpels Tasten zu tanzen. Aber Trumpel klang ganz traurig. »Stimmt etwas nicht?« fragte Graubart. »Ach, hast du nicht gehört, was Frau Dix heute gesagt hat?« klagte das Klavier. »Morgen soll ich zu Brennholz zerhackt werden.« »Warum läufst du nicht davon?« »Das geht doch nicht«, rief Trumpel. »Ich habe zwar Beine, aber ich kann sie nicht bewegen.« »Wenn ich dir doch nur helfen könnte«, raunte Jumbo. »Ein lebendiger Elefant könnte dich leicht schieben. Aber ich kann mich auch nicht bewegen.« Inzwischen war etwas Seltsames passiert. Das bleiche Mondlicht hatte seine Farbe verändert. Der Mond schimmerte blau durch die Fensterscheiben, direkt auf Jumbo, der wie verzaubert dastand. Auf einmal quiekte Graubart ganz aufgeregt. »Sieh mal, Trumpel, sieh nur, Jumbo hat sich bewegt, ganz bestimmt, ich hab's gesehen.« »Ja, ja«, rief Jumbo aufgeregt, »aber wir müssen sofort handeln, denn der Zauber wirkt nur, solange der Mond blau scheint.« Er fing an, das Klavier zu schieben, langsam zuerst, dann immer schneller, bis es mit großem Krach durch die geschlossene Ladentür rollte und auf der Straße zum Stehen kam. »Ach du liebe Zeit«, stöhnte Trumpel, »was hast du da nur angestellt, Jumbo?« Das Klavier war ganz aufgeregt. »Nun bring dich schnell in Sicherheit, solange du noch die Gelegenheit dazu hast.« Da verschwand der blaue Mond hinter einer Wolke. »Oh je«, stöhnte Jumbo, »ich wusste doch, dass der Zauber nicht lange wirkt. Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen.« In den Nachbarhäusern gingen die Lichter an, da die Leute durch den Krach wach geworden waren. Schon kamen die ersten Neugierigen angelaufen, um zu sehen, was los war. Auch Herr Dix erschien. Er rieb sich verwundert die Augen. »Wie ist denn bloß das Klavier dorthin gekommen?« fragte er sich. »Und der Elefant dazu?« Mit Hilfe eines Nachbarn schaffte er beides zurück in den Laden und ging dann, immer noch total verblüfft, wieder ins Bett. Am nächsten Morgen wusste bereits die ganze Stadt von den merkwürdigen Ereignissen, die sich vor Herrn Dix Laden zugetragen hatten.
Bald darauf kamen schon die ersten Kunden, um sich die besten Stücke unter Herrn Dicks Kostbarkeiten auszusuchen. Mehr und mehr Leute strömten in den Trödelladen, so dass Herr Dicks bald gar nichts mehr hätte wegschmeißen können, selbst wenn er es gewollt hätte. Doch niemand wollte das alte Klavier oder den weißen Elefanten mit nur einem Stoßzahn kaufen. Aber am Abend, als Herr Dicks gerade dabei war, die Ladentür zuzuschließen, musste er noch einen jungen Mann bedienen, der ganz aufgeregt hereingelaufen kam. Herr Dicks kannte ihn. Es war ein Musikstudent, der in der Nähe ein Zimmer hatte. »Ich habe gehört, dass Sie ein Klavier zu verkaufen haben«, sagte der Student. »Kann ich es mir einmal ansehen? Haben Sie es überhaupt noch?« »Wir machen Ihnen einen guten Preis«, sagte Frau Dicks da hastig, »wenn Sie den weißen Elefanten hier mit dazu nehmen.« Der Student zögerte. Er wusste nicht, ob er für beides Platz in seinem engen Zimmer haben würde. Zur Probe klimperte er auf Trumpel herum. »Gut, wenn beides nur zusammen verkauft wird, nehme ich auch den Elefanten.« Jumbo und Trumpel jubilierten innerlich. Und tief drinnen, im Klavierbauch, führte Graubart einen Freudentanz auf. Denn sie hatte keineswegs die Absicht, zurückzubleiben und ihre nächtlichen Konzerte aufzugeben. »Sie werden Ihren Kauf nicht bereuen, junger Mann«, sagte Herr Dicks. »Dieses Klavier hat einmal einem berühmten Konzertpianisten gehört. Ich bin sicher, dass Sie es einmal genauso weit bringen werden.« Und so geschah es. Der junge Mann übte jeden Tag auf Trumpel und wurde weltberühmt.